Hallo und herzlich willkommen bei der Reaperbande heute auf dem Tiefseeriff LE. Hallo und herzlich willkommen bei der Reaperbande heute auf dem Tiefseeriff LE gegen einen Zerg, einen ZVZ. Da spielen wir eigentlich den 15 Pool wieder. Na, mal gucken. Immer kriege ich nur Zerg. Ich würde gerne mal Brotus als Gegner bekommen. Aber müssen wir halt mit Zerg lieb nehmen. Und spielen gegen Zerg. Wie man den 15 cool was soll's. Wobei die Map ist halt echt riesig, aber naja. Also die 15 Hedge. Mit Extraktor Trick. Wenn das jetzt schon so viel gebracht hat, ich glaube nicht. Weil ich hätte es eher machen müssen. Nehmen wir gleich mal die Basis. Dann noch das Gas kommen, jetzt kommt gleich der Pool. Und dann hoffen, dass der andere Zerg es nicht verteidigen kann. Jetzt wieder hochbohren. Dann schon mal Gas vorbereiten. Hier ins Gas, du ins Gas. Bis 100 Gas meinen Overlord bauen. Der fliegt aber auch echt ewig. Da sollst du hin. Nein, so lang. Die ist noch nicht fertig. So, da kommt der nächste Overlord. Der fliegt zur dritten. Gas ist fast fertig. Irgendwie ist der Polizei, Digga. Da ist mehr Gas. Oder das Gas war einfach nur zu spät. Ach, ich hätte noch einmal warten müssen. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt sein Obi. Gebaut. Das heißt, ich muss noch ein paar mehr Linge bauen. Überall stehen natürlich die Overlords verteilt. Mit Speed geht's dann gleich los. Ich muss mal den Rampen-Overlord holen hier. Mal gucken, ob es klappt oder ob ich verloren habe. Okay, die beiden Cleans bekomme ich. GG. Er hat es halt nicht gescoutet. Aber ich dachte, es ist halt echt Cheese on top. Das war der Gegner. War er wirklich DIA? Er war wirklich DIA 3. 75 APM, okay. Dann drücken wir noch ein Spiel an und hoffen mal auf Protoss, dass ich endlich mal ein Makro-Game machen kann. Dagegen Zerg-Makro-Game, das macht mir irgendwie keinen Spaß, das kann ich nicht. Da kommt dann vom Gegner Baneling und sobald Baneling kommt, bin ich irgendwie raus. Aber jetzt gegen Protoss würde ich halt 3 Heads spielen, into Hydras und dann mit Hydras pushen. Und hoffe natürlich, dass der Toss auf R geht, weil dann habe ich gleich den Konter. Da geht's auch schon weiter und wir spielen gegen einen Protoss. Jawohl, Miracle. Ich glaube, gegen ihn haben wir schon mal gespielt. Das war, glaube ich, ein R-Spieler. Also probieren wir jetzt natürlich die Tree Base in 2 Hydra. Und ab 3 Basen pushen wir dann. Wenn wir so weit kommen. Theoretisch können wir jetzt auch wieder den Protoss mit 15 Pool, wenn ich hier nicht zumacht, komplett zerstören.
Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Denn wir wollen auch mal ein Makro-Spiel machen. Also wir hoffentlich nicht verlieren. Immer scouten. Jetzt bei 17 gleich die Hedge. Er kommt auch scouten. Dann nehme meine Hedge den ein. Dann nehme ich gleich die dritte. Was war das? Ich schicke mal ein paar mehr runter. Gebrochen. Da hinten in Cannon Rusher brauche ich also noch ein paar mehr Arbeiter. Und brauche den Pool. Das wird ein sehr, sehr knappes Ding. Glaube ich zu knapp. Aber das ist mir jetzt wert, das weiß ich ab. Oder? Ah, es ist etwas teuer. Aber geschafft. So, jetzt muss ich mich wieder auf meinen Makro konzentrieren. Oder mein Makro besser gesagt. Er hat ihn nicht geäxt. Patrouille, hallo? Okay. Das heißt wieder hochdrohen. Hier macht gleich den Tech nach oben, nehmen noch ein Gas. Und wie gesagt, er wird auf Flieger gehen, sonst spielt man das nicht so. Ich nehme mal noch eine Obi. Mein Robot hier muss weg. Gehe jetzt zur dritten, muss jetzt unbedingt die dritte nehmen. Hab viel zu wenig Worker in meinen Augen. Jupp. Bei 30 eigentlich erst die dritte. So, jetzt haben wir 30, dann wäre Zeit für die dritte, dann wäre es Zeit für noch eine Queen für Speed. Jetzt warte ich noch die Queen ab. Queen kommt, dann nehme ich die dritte und dann nehme ich den Hydrodent. So, jetzt geht's mit Injecten. Queen kommt, jetzt die dritte. Und da wurde mit Hydrodent gepusht. Gleich wieder einen Overlord bauen. Jupp, Overlord kommt. Injecten kann ich noch nicht. Ich muss noch eine Queen nehmen. Ich nehme noch eine Queen. So, injecten. Hydrolent nehmen. Er will es schon wieder probieren. Natürlich jetzt Angstlinge gebaut, das mache ich auch nicht wieder. Jetzt bauen wir einfach Spinecrawler. Weil die eine Schildbatterie, die stoppen jetzt nicht unbedingt. Hydras. Nehmen wir noch ein Spankroller. Na, blockiere ich ja nicht gegenseitig. Mensch.
Das ist wieder ein Cheese, was der spielt. Taler Cheese. Batterien sind leer. Und ich baue einfach weiter etwas. Er kennt sich einfach mal weiter ein. Also brauche ich noch Roaches. Wir brauchen mehr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist ein Schießspiel gerade, ey. Er bricht sich nicht ab. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Brauchen wir Roaches. Und ich habe kein Gas mehr, der wurde nebenbei Echsen. So, dann heilen wir mit. Das nehmen wir natürlich wieder alles hier raus. Aber auch noch nicht die dritte. Das ist auch sozusagen wieder in. Aber ich stehe halt schlechter da, weil er wollte sich hier einfach nur einmal kennen. Wieder Hydras. Da spielt das Spiel weiter. Das ist natürlich schlecht für mich. Denn ich habe nicht genug Gas. Er wird Echsen nebenbei. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Schwachsinnsspiel? Brauchen Schwarmwörter. Brauchen mehr Gas. Jetzt bin ich raus. Das ist ein Schwachsinnsspiel gewesen. Totaler Cheese. Das ist vorbei, das Spiel. Komm mal rausgehen. Naja, schade. Das war nicht so toll. Wurde ich komplett weggecheased vom Protoss. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis gleich. Ciao.
Und das war's auch schon mit dieser Folge, denn wie ihr wisst, alles an der Ende noch diese Folge 1. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer Lust hat, kann auch gerne unten links abonnieren. Dann wie immer findet ihr oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts ein anderes Projekt für uns. In diesem Sinne, schaltet auch morgen wieder ein und ciao, eure Mutti beim Wandern.